One more checkpoint. Nazi fucks. We're going. Soon this nightmare will be over. If you're stopped, the cover story must be ironclad. Let's go over it again. You are Gerda Schneider, a military attaché. You were sent by Herr Spiegel and Foreign Intelligence to arrange for Heinrich's safe evacuation to Berlin. Take some time to review the dossier. This is our one chance. Recruiting our inside man came at a terrible price. You're to find him and exchange your briefcase with his. Hopefully, he's obtained the explosives we'll need to blow the gates. You worry too much, Major. That's my job. I'll meet you in front of the garrison when the operation is complete. Who sent you? Herr Spiegel. Good. Whatever happens, once you make the trade, you must maintain possession of the briefcase at all times. I've come this far. I'll be damn sure I'm going to finish it. Papiere bitte. Und bitte reichen Sie uns Ihre Tasche. Bitte sehr. Ich habe Sie hier noch nie gesehen. Was ist der Grund Ihres Besuchs? Ich habe Reisedokumente für Polizeiführer Heinrich. Ich wurde darüber nicht informiert. Aber Ihre Papiere scheinen in Ordnung zu sein. Sie können weiter, Fräulein Schneider. Wann zieht die nächste Patrouille los? In 30 Minuten. Wir werden wohl mehr Patrouillen rausschicken müssen. Warum das? Der französische Widerstand wird immer dreister. Ich habe gehört, gestern Nacht haben sie einen Munitionslaster gekapert. Ja, die haben Waffen, Munition, Granaten und sogar ein paar Kisten Dynamit abgegriffen. Mit dem Zeug könnten sie uns mächtig Ärger machen. Und genau deshalb müssen wir sie aufhalten. Remember, your contact's name is Fischer. He's wearing a grey officer's uniform. Tell me the passphrase. Berlin. Good luck. Unsicher. Die Franzosen, die dort arbeiten, wissen, was ich gehört. Ich wohne schon seit ein paar Wochen da. Noch keinerlei. Der französische Widerstand hat seine nächtlichen Überfälle verstärkt. Schwieriger, eine sichere Bleibe zu finden. Ja, leider machen die Zivilisten uns mehr Ärger, als wir erwartet haben. Wer hätte gedacht, dass die französischen Bauern hartnäckiger sind als ihre Soldaten? Mit der Zeit werden wir die Pariser schon gleich. Guten Abend. Wir können gerade ausbilden. Können Sie mir ein gutes Hotel empfehlen? Was gibt es? Die Straße entlang, wo alle Offiziere wohnen.
Es ist eines der besseren Hotels in der Stadt. In der Tat. Unsicher. Die Franzosen, die dort arbeiten, wissen, was ich gehört. Ich wohne schon seit ein paar Wochen da und hatte noch keinerlei Probleme. Ausgezeichnet. Ich hatte befürchtet, es wäre schwierig, eine sichere Bleibe zu finden. Ja, leider machen die Zivilisten uns mehr Ärger, als wir erwartet haben. Wer hätte gedacht, dass die französischen Bauern hartnäckiger sind als ihre Soldaten? Mann, jetzt habe ich Hunger. Von dem sogenannten Bier wollen wir erst gar nicht reden. Ich weiß, ihr Bier ist so schwach wie ihre Armee. Die Franzosen tun nichts außer Wein saufen. Wein ist für Kinder. Echte Männer trinken Bier. Kräftiges deutsches Bier. Und jetzt habe ich Durst. Entschuldigen Sie bitte. Ah, brauchen Sie irgendwas? Ich soll mich bei Oberst Fischer melden. Sind Sie das? Nein, Herr Fischer spielt wahrscheinlich mit den Soldaten im Kellergarten. Vielen Dank. Gern geschehen. Mann, jetzt habe ich Hunger. Kennst du sie? Der Keller ist für Personen ohne entsprechende Freigabe gesperrt. Weißt du, was sie hier will? Thank you.
Verschwinden Sie! Das geht Sie nichts an! Ça suffit. Mais qu'est-ce que... Restez cachés. La résistance sera bientôt là. Vos camarades sont en chemin. Vive la résistance! Guten Abend. Sie sollten nicht hier unten sein. Die Jungs sind ungehobelt. Man sagte mir, Oberst Fischer würde hier unten im Keller Karten spielen. Haben Sie ihn gesehen? Der Oberst ist gerade gegangen, um ein Treffen vorzubereiten. Er dürfte im ersten Stock sein. Danke für Ihre Hilfe. War mir ein Vergnügen. Diese Berichte lesen. Das war ganz gewaltig. Das würde ich nicht laut sagen. Sonst tut mir leid, Fräulein. Der Zutritt zu diesem Treppenhaus ist verboten. Sie können die Hintertreppe nehmen. Das Treppenhaus ist nur für autorisiertes Personal. Die Schreibtische für Assistenten sind hinter Ihnen. Was er mit den Gefangenen anstellt? Ich werde den Rest meines Lebens diese Schreie nicht vergessen können. Suchen Sie etwas? Hier können Sie nicht lang. Können Sie mir helfen? Ja, was gibt es? Entschuldigen Sie die Störung. Sind Sie Oberst Fischer? Nein, Fischer ist im anderen Zimmer. Ich werde dann jetzt gehen. Ja. Ich glaube, ich habe schon seit einer ganzen Woche nicht mehr in meinem Bett geschlafen. Ich weiß. Ich habe schon seit Wochen nicht mehr durchgeschlafen. Warum stellen die nicht mehr Sekretärinnen ein? Selbst Französinnen wären eine Entlastung. Psst. Entschuldigen Sie bitte die Störung, mein Herr. Wie kann ich Ihnen helfen? Man sagte mir, ich könnte hier Oberst Fischer finden. Sie haben ihn gefunden. Ich bin Oberst Fischer. Was kann ich für Sie tun? Haben Sie die Werke Valens gelesen? Ja, das Herbstlied mag ich besonders gerne. Es ist auch einer meiner Lieblingsgedichte. Bitte hier entlang, Fräulein.
brief. Are you ready to make the exchange? No, you're early. And I'm late for a meeting. I'll have the explosives in a case matching yours. We'll have to make the swap in the war room. Lead the way. No, they're watching me. Use your cover to get into Heinrich's office on the third floor. From there, you can cut across to the north wing and avoid the checkpoints. We shouldn't be seen together. Go now, and I'll meet you in the war room. Guten Abend. Kann ich Ihnen behilflich sein, Fräulein? Ja, ich habe Reisedokumente für Herrn Heinrich. Ist er da? Nein, er ist momentan in einer wichtigen Besprechung. Sie können gerne in seinem Büro warten. Er kommt gleich zurück. Ich habe Sie noch nie gesehen. Darf ich fragen, was Sie an meinem Fenster zu suchen haben? Verzeihung, Herr Kommandant. Ich wollte gerade nur etwas frische Luft schnappen. Ich bin Gerda Schneider. Ich komme aus Berlin, um Ihnen Ihre Reisepapiere zu bringen. Fräulein Schneider? Ich habe auf Ihren Auslandsstudium gehört. Es war in Cambridge, oder? Ja, das ist richtig. Wenn es Ihnen jetzt recht ist, kann ich Ihnen Ihre Reisepapiere zeigen. Da kommen wir noch sich. Vielen Dank. Danken mir sehr noch nicht. Fräulein Schneider. Oh, now, if you will indulge me. Perhaps we can converse in English, as you know, I'm sure practice makes perfect. Bitte, nehmen Sie das Blatt. Have a seat. So, Herr Gruber sent you to arrange for my departure. I am flattered. It was Herr Kommander Spiegel. Sehr gut. Very good. One cannot be too careful these days. You look so serious. Let us drink. To my return to the fatherland. The French deserve each other. But my God! I will miss the cuisine. Take the ortolan, that tiny, delicate songbird. Its eyes poked out so that it can gorge. And then it's drowned in cognac. It's ingenious. I'm not sure what I will miss more. Savoring the sweet flesh or watching it thrash to death. But there is one thing of which I am certain. Watching your son flail as he drowned under my boot gave me the greatest pleasure of all. Rousseau! Ah!
Comrade! This is for my son! This is for me! Vive la résistance! Avez-vous vu s'il portait des armes? Die gewünschten Berichte aus Berlin sind gerade gekommen. Danke. Ich werde sie mir schnellstmöglich ansehen. In Ordnung. Schnapp den Spion! Was hat das zu bedeuten? Es will Sprengstoff aus dem Munitionslager. Sie wurden zuletzt in der Nähe gesehen. Das ist doch lächerlich. Nichts. Egal. Zeigen Sie alle Ihre Papiere vor. Wer ist das? Keine Ahnung. Das sind eine Menge Leute. Schicken Sie zwei Patrouillen zu diesem Lager aus. Jemand wurde umgebracht. Ja, bereit für den Überfall heute Nacht? Ja, wir rücken in der nächsten Stunde aus. Ja, aber das Gebäude wird noch nehmen. Sie so viele Gefangenenstationen. Verstanden. Wir schaffen sicher genug, um unsere Befrager bei Laune zu halten. Der französische Widerstand hat seine nächtlichen Überfälle verstärkt. Muss man sich darum wohl Sorgen machen? Nein, noch nicht. Aber wir dürfen es auch nicht ignorieren. Ich verstärke besser alle wichtigen Sicherheitsposten. Gut, Überwachung. Der Schlange den Kopf abschlagen, damit der Körper stirbt. Halt! Geben Sie mir sofort Ihre Papiere! Ist das Blut an Ihrem Ärmel? Ich fürchte, das ist Tinte. Heute ist einer dieser Tage. Legen Sie Ihre Aktentasche zur Inspektion auf den Tisch. Ich komme zu spät zu seiner wichtigen Besprechung. Fräulein, Ihre Tasche! Sofort! You never disappoint. We've been compromised. The whole bloody place is on alert. They captured our contact. Tell me you made the switch. Yes, I have the explosives. Then we're staying on mission. We'll rendezvous in the courtyard after you plant the charges. Have to be quiet.